Spielen ist die Erkundung des Möglichen. Es ist sozusagen ein Möglichkeitsraum, den wir alle haben, den wir aber normalerweise nicht in dieser ganzen Großartigkeit nutzen, sondern wir gehen mit bestimmten Zwecken in die Welt und erfüllen bestimmte Aufgaben. Und dabei bleibt an der Seite ganz viel liegen. Und dieses, was an der Seite liegen bleibt, das kann man im Spiel frei und zweckfrei vor allen Dingen erkunden. Zweckfrei ist das Stichwort. Nur wer erstmal zweckfrei ausprobiert, kommt auf neue Ideen, kommt wirklich voran. Klingt banal? 15.000 Stunden im Schnitt, 7 am Tag spielen Kinder in den ersten 6 Lebensjahren und eignen sich damit, wie alle lernfähigen Tiere, das Wichtigste an, was sie im Leben brauchen. Ausgerechnet völlig absichtslose Spielen sorgt für die besten Vernetzungen im Gehirn. Wenn jemand irgendeine Aufgabe erfüllt, dann sind genau die Bereiche aktiv, mit denen er diese Aufgabe erfüllt. Wenn jemand spielt, ist alles gleichermaßen offen. Das heißt, Spielen ist der Zustand, in dem alle neuronalen Netzwerke in diesen komplexeren Bereichen des Cortex, vor allen Dingen im frontalen Cortex, so geöffnet sind, dass die Möglichkeit haben, plötzlich Verbindungen miteinander zu knüpfen, die man bei der fokussierten Arbeit an einem Thema gar nicht hinkriegen würde. Wenn beim Spiel oder Ausprobieren etwas Neues klappt, entstehen mit den neuen Verbindungen Botenstoffe, die ähnlich wie Drogen aufs Gehirn wirken, Glücksgefühle auslösen und die neuen Netzwerke stabilisieren. Ein Kind hat so ein Rauscherlebnis gleich mehrmals am Tag. Hirnforscher konnten außerdem nachweisen, dass das Angstzentrum beim Spielen nie aktiv ist. Spielen heißt frei von Angst sein. Wir wissen das auch, dass wir in schwierigen Situationen durch so etwas Spielerisches, was wir dann einfügen, also dann, wenn wir Angst haben, wenn es uns da gelingt, was Spielerisches einzufügen, geht die Angst weg. Das ist dieses, wenn man in den Keller runtergeht und dann ein Lied singt oder im Wald pfeift. Glücksgefühle, Angstfreiheit, neue Ideen. Wenn Spielen so toll ist, warum bloß jemals damit aufhören? Es scheint aber fast, als ob das erwachsene Spielfeld heute vor allem Künstlern und Theatermachern überlassen sei. Orte, an denen Effizienz und Zielgerichtetheit mal kurz ausgesetzt werden und Zweckfreiheit zumindest wieder möglich ist. Unser gesamtes Leben ist dabei, ökonomisiert zu werden. Und das heißt gleichzeitig, so wie Ökonomie ja funktionieren muss, das muss möglichst effektiv sein, da darf man keine Umwege machen, da muss man möglichst schnell ankommen und möglichst gut funktionieren. In diesem Denkschema hat das Spielerische keinen Platz.